So, eine Regierung ist nach wie vor nicht wirklich in Sicht, aber unser guter alter Bundestag, der hat sich spaßeshalber am Montag mal wieder getroffen. Thema, was haben wir denn gelernt aus der NSA-Affäre? Antwort, offensichtlich nicht viel, meine Damen und Herren. Innenminister Friedrich spielt den Skandal nach wie vor fröhlich runter. Was die angebliche Abhöraktion gegen das Handy der Frau Bundeskanzlerin angeht und die Veröffentlichungen der angeblichen Dokumente des US-amerikanischen Staatsbürgers Snowden. Ja, und unser angeblicher Innenminister soll ja angeblich unsere Bürgerrechte schützen, aber angeblich ist ihm das scheißegal, meine Damen und Herren. Und wie sehr die angebliche Kanzlerin das Thema noch interessiert, konnte man unter anderem daran erkennen, dass sie während der Debatte einfach abgehauen ist. Oh, ich muss nach Hause, gleich kommt Berlin Tag und Nacht. Die Amerikaner spionieren munter weiter und die deutsche Politik träumt von No-Spy-Abkommen. Immerhin, auf der Positivseite, hat EU-Kommissarin Viviane Reding in den USA einiges für uns erreicht. Aber es gibt wenigstens einen Anfang, dass Europäer in Amerika auch zu den Menschen gerechnet werden. Juhu, wir sind Menschen, meine Damen und Herren. Ja. Neulich noch Amöben, jetzt schon Menschen. Ja. Das ist doch toll, was die Frau Reding erreicht hat. Herzlichen Glückwunsch, wir sind alle Menschen, meine Damen und Herren. Aber was uns Deutsche angeht, möglicherweise ziemlich dumme Menschen. Denn der deutsche Geheimdienst hat sogar, wie man jetzt gelesen hat, die PRISM-Technik, mit der wir später abgehört wurden, mitentwickelt und den Amis geschenkt. Warum nochmal? Der BND entwickelte sogar Teile des amerikanischen Überwachungsprogramms, immer in der Hoffnung, akzeptiert zu werden. Oh, wie auf dem Schulhof. Hier, guck mal, Amis, Technik, mit der ihr uns abhören könnt. Sind wir jetzt Freunde? Thank you and fuck off, stupid Nazi. Na, es ist doch so, wer die Macht hat, Schwächere abzuhören, der macht das auch.